Erwin Weiß kam unmittelbar nach Kriegsende im November 1945 mit einem der ersten Flüge ins zerbombte Wien zurück und landete in Schwechat. Der Pilot dieses Flugzeugs war ein Kanadier, der hat gesagt, es war a chance in a million. Erst einmal ist er gekreist über den Flughafen und hat Benzin wahrscheinlich abgelassen, hat wahrscheinlich das Fahrgestell nicht herausgebracht und ist Bauch gelandet. Geschlittert so außerhalb des Runways und ein paar Meter vor einem Bombentrichter ist er zum Stehen gekommen. Und ich sitze da beim Fenster und schaue raus, sehe, wie der Flügel abbricht und ein Flammenmeer aus diesem Flügel, habe ich gedacht, na das wäre schön, kommst an, bist gleich in der Nähe vom Zentralfriedhof. Kaum zurückgekehrt, begann Erwin Weiß wieder seine pädagogische Arbeit. Binnen 5 Wochen baute er einen Jugendchor der Sozialistischen Jugend auf, den er zusammen mit dem Tonkünstlerorchester anlässlich des ersten Frauentages der SPÖ in der Volksoper dirigierte, sein allererstes Dirigat mit einem Orchester. Sie sangen Ein neuer Frühling. Das Publikum weinte vor Rührung. Erwin hörte es hinter seinem Rücken schluchzen. Er sollte großen Anteil am Wiederaufbau des Arbeiterchorwesens haben, lehrte am Konservatorium der Stadt Wien, das er danach 18 Jahre als Direktor leitete. Der Arbeiterbewegung stets verbunden, dirigierte er 40 Jahre lang den Chor des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Edith West. Nach 7 Jahren in England kehrten wir im November 1946 mit dem Baby per Bahn nach Wien zurück. Durch meine Schwiegermutter fanden wir eine kleine Substandardwohnung im Alsergrund in der Roten Löwengasse, das war in der britischen Zone. Arthur war mit Übersetzungen beschäftigt. Es war für uns damals nicht einfach. Arthur konnte nur in einem kommunistischen Betrieb arbeiten. Finanzielle Unterstützung erhielten wir durch Arthurs Onkel Rolf. Auch meine Geschwister aus den USA haben uns Geld und Pakete mit Lebensmitteln geschickt. Arthur West, ich war in der britischen Emigration Funktionär bei Young Austria, als Teil der Freien Österreichischen Bewegung. Als solcher zuletzt Freiwilliger in der britischen Armee, um zur Befreiung Österreichs beizutragen. Heimkehr nach Österreich und Beitritt zur FÖJ waren für mich selbstverständlich. Grundsätzlich im Rahmen der Gesamtaufgabe für ein neues, demokratisches Österreich zu wirken und junge Österreicher dafür zu gewinnen. Entscheidend ist vor allem, dass es Österreich überhaupt gibt und man darum kämpfen muss, dass es so bleibt. Erforderlich dazu ist die Wahrung der Neutralität als Wesensbestandteil echter staatlicher Unabhängigkeit. Des Weiteren die Abwehr der Gefahr, dass negative gesellschaftliche Entwicklungen im Lande das Interesse der Bevölkerung an ihrem Staat schwächen oder gar lähmen. Dies reicht von sozialen bis in demokratiepolitische Bereiche, einschließlich der kulturellen. André Drucker, wir kommen wieder. Ferne, hinter Nebelgrau ist unser Heimatland. Wälder, Felder, Berge, Städte, Menschen, wohlbekannt. Der braune Sturm brach ein mit Mord, Verrat und Brand. Sie jagten uns, wir schwanden in das Dunkel, ungenannt. Wir kommen wieder und ringen nieder die Henker des Menschengeschlechts. Wir kommen wieder und singen die Lieder der Freiheit, der Heimat, der Freiheit, des Rechts. Dankeschön.